Huch, das hat sich nie getan. Irgendwie bin ich hier falsch abgebogen. Da bin ich. Und ich wundere mich die ganze Zeit. Das ist hier auf dem Server, der so schön. Ah, ich erinnere mich, The Gravy Gang. Was? Achso, hier mein Cowboy ist das. Ja, mein Rancher. Schon ein bisschen unrasiert. Aber farblich ist er Vollton in Ton. Mit mehr Waffen, als ich essen kann. Mit mehr Essen, als ich essen kann und überhaupt. Also mir geht's schon verdammt gut. Deswegen brauche ich mich um keine Kuh zu scheren. Kann das sein, dass der Winter hier eingebrochen ist, seit ich das letzte Mal hier war? Irgendwas hat sich verändert. Naja, warum auch nicht? Ihr hört wahrscheinlich, dass ich ein neues Headset habe. Na, ihr hört es wahrscheinlich nicht, aber ich habe ein neues Headset. Und deswegen habe ich ja eben schon ein kleines Headset-Hörvideo gemacht, was eigentlich ja so ein bisschen paradox ist, ne? Man macht kein Hörvideo mit einem Headset. Man Hörvideo, man macht ein Höraudio, aber kein oder ein Guckvideo, aber kein Hör. Ach, ist doch egal. So, wo will ich jetzt eigentlich hin? Hat irgendjemand eine Ahnung, was ich will? Ich glaube, ich laufe jetzt hier einmal eine Runde. Ich bin jetzt quasi gezwungen, hier nochmal eben ein bisschen zu spielen. Einfach, weil ich ja herausfinden muss, ob ich jetzt bei diesem Headset wieder diese fiesen, fiesen, fiesen Aussetzer habe. Warte mal, ich drehe mal eben die Lautstärke ein bisschen wieder runter. Weil definitiv hat dieses Headset mehr Feuer. Ja, da ist also mehr Bums im Ohr. Und da der, ups, da hat sich jemand eingemauert. Da auch? Nein, da nicht. Und da der Lautstärkeregler ein bisschen ungünstig liegt, wenn man so liegt wie ich, rödelt man sich den Lautstärkeregler immer rauf und runter. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Ja. Also immerhin habe ich wenigstens ein bisschen was zu motzen gefunden. Nicht viel, aber ich lege ja auch erst los. Vielleicht finde ich noch mehr. Ja, was haben wir denn sonst noch zu erzählen dazu? Warum renne ich hier einmal rundherum? Das ist ja schrecklich. Eine Fedora. Nein, das passt zu meinem Cowboy überhaupt nicht. Combat Jacket. Erbsenmuster oder P-Dot Camouflage? Waffen-SS 1944. In welchem Zustand? In Pristine, das finde ich gut. Hat 80 Slots. Das hat meine Hunter Jacket aber ehrlich gesagt auch. Und ich finde, zu diesem Vogel passt einfach keine Erbsen-Camo-Jacke, sondern der Bursche, der muss als Rancher rumlaufen. Howdy, Partner. Bei ihm zweimal, dreimal Schluck ordentlich nehmen hier. Irgendwie kommt man recht gut über die Runden. Ja, richtig, ich erinnere mich. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich auf diesen Server nochmal zurückkommen würde, weil er mir zu einfach ist. Es geht mir alles viel zu leicht. Da hat er seinen Jeep stehen, unter einem Tarnnetz. Aber ich muss zugeben, also Schicker hat hier nie einen. Habe ich nicht schon Vitaminpillen? Ja, da sind sie, volle Packung. Warte mal, ich muss noch mal so machen, weil dann später fürs Thumbnail kann man super solche Bilder nehmen, die mal einfach anders sind. Ja, ja Schlangenaugen, mit Granit im Kiefer, Vernichtung in den Augen. Da ist dann gleich klar, ob das mit dem Burschen nicht gut Kirschen essen ist, wobei es hier gar keine Kirschen gibt. Also im Grunde ist das hier gerade jetzt ein Kopfhörer-Testvideo. So im Sinne von mal gucken, ob der Ton abbricht oder nicht. Noch mehr Schokolade. Das ist nicht gut für meine schlanke Figur. Aber gut für mein Wohlbefinden. Muh. Ich muss da erstmal diese Kuhplage irgendwie dezimieren. Weil da doch wieder jemand zwei Zäune hintereinander gebaut. Ja. Tja, es ist offensichtlich, wird's kalt. Will ich da eigentlich hin? Will ich da überhaupt hinlaufen? Ich guck mal eben. Ich glaube, ich laufe einfach mal ganz grob in Richtung Westen und komme dann hoffentlich irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Das hier Westen? Ja, Schutzwesten wahrscheinlich. Da, ein Central Trader gibt's da.
Ja, was habe ich denn sonst noch so zu vermelden? Meine katastrophale Vodafone-Leitung, ich glaube, das Video habt ihr gesehen auf meinem Hauptkanal. Dass ich selber, kann ich vielleicht auch mal vermelden, ich scheine der DayZ-Sucht entflohen zu sein. Gott, ist der groß, muss ich auch erst dran gewöhnen, ne? Tun wir den mal so als, ja genau, die Größe kann ich nachher maximal verarbeiten. Ich bin ja die letzten Monate also quasi süchtig gewesen, ne? Anders kann man das schon gar nicht nennen. Spielsüchtig. Hab gedaddelt ohne Ende und der Tag war schal und leer ohne DayZ-Daddeln. Mittlerweile hat sich das ganz schön gedreht. Also irgendwie war es denn plötzlich so weit, dass es eigentlich auch ohne geht. Ja, und jetzt geht's halt auch ohne. Trotzdem habe ich keinen Kompass. Wie finde ich das denn? Wo finde ich denn mich denn? Ah, die Richtung stimmt aber schon. Nips. Also es könnte sein, dass wir irgendwann hier die DayZ-Videos ausgehen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Stehen da unten Zombies rum? Nein. Ups. Und einmal Ladehemmung. Tja, also wie es weitergeht, kann ich nicht sagen. Es ist ja auch nicht so, wie ich früher mal glaubte, wenn ich mal keine Videos mache, dass dann eine verzweifelte Gemeinde da steht und sofort so, wo bleibt er denn, wo bleibt denn, wo bleibt das Video? Ich habe Entzug. Ja, ganz ehrlich, so viele sind das nicht, die Entzug von mir haben. Gibt tatsächlich welche, ne? Das sind dann die, die sich meine 3-Stunden-Videos auch mal angucken. Aber da wollen wir auch mal die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen. Gibt's eh nichts zu holen. Oh, aber Zelte, ja, das ist immer gut. Also wie gesagt, wenn mal von mir nichts kommt, es gibt genug andere, die Content produzieren. Ihr werdet nicht sofort auf kalten Entzug gesetzt. Noch eine CCU-Jacket. Und was haben wir hier? Ein 308 Stanag. Das nehme ich einfach mal mit. Und Patron-Payens. Oh, ich habe gestern mich ja mit meinem Schotten festgequatscht. Und dann unter anderem nochmal genau eruiert, wie es denn aussieht mit Patriots oder Patriots. Oder Falcons und Falcons. Oder. Iron oder Iron. Da gibt es so viele verschiedene Aussprachen. Und er sagte, es ist Akzentfrage, ist alles richtig. Es wurde also das bestätigt, was ich hier mit Paul irgendwann auch schon mal angetextet hatte, welches denn nun die richtige Aussprache sei. Und er sagte auch, es ist eigentlich alles richtig. Es ist nicht nur eine Frage des Akzents, es hängt auch so ein bisschen mit der Herkunft zusammen. Und also Amerika ist ein Einwandererland, die sind es eigentlich gewohnt, dass da ein bisschen Akzente gesprochen werden, ja. Oh ja. Was ich auch wieder interessant fand, er hat nochmal betont, was ich von englischer Seite auch schon gehört hatte, dass die Engländer viel mehr Akzente hätten als die Deutschen. Ja, wir haben hier eigentlich ja so platt und dann noch vielleicht ein bisschen hier was und ein bisschen da was, aber so richtig diesen krassen Unterschied regional, den haben wir hier nicht so. Die Engländer haben da viel mehr. Was hat er gesagt? Er selber kommt aus Aberdeen, hat aber auch irgendwie in Birmingham viel gelebt und wenn er da also umschaltet von einer Stadt auf die andere, das ist eine pure Freude. Ich stehe total auf Akzente. Ich mag den australischen Akzent auch sehr gern. Ich quatsche viel zu viel. Solche Sachen muss ich mir eigentlich aufheben für meinen neu erwachten, wie soll ich es nennen? Plapperkanal. Oder meine Plapperkanal vor sich hin Quassel-Serie. Im Grünen. Im Dauerregen. Der ist gerade nicht Dauerregen. Ich gucke jetzt gerade nach draußen. Ist eigentlich schöner Sonnenschein. Ich hätte jetzt auch draußen sitzen können und das schöne Restwetter genießen. Und stattdessen hocke ich hier in eises Kälte rum, friere mir den Arsch ab und mache für euch DayZ-Videos. Und das aus einzig und allein aus dem Grunde, damit ihr keinen Entzug kriegt. Jawohl. Ah, ist immer schön, wenn man sich selber wichtig denkt. Na, das ist gut fürs Ego. Ich habe heute schon zu viel gequasselt. Ich war heute wieder mit meiner 2 und nein, nicht ganz, mit meiner 91-jährigen Mami unterwegs. Um denen zufolge habe ich schon ganz schön viel abgequasselt heute. Müsste eigentlich noch einen Termin fürs Auto machen bei der Werkstatt. Ja, Klima ist hier.
falls es, ich weiß ja gar nicht immer, die Leute, die hier diesen Kanal abonniert haben. Warte mal, gehe ich da rechts oder links lang? Nee, ich gehe geradeaus. Ich renne geradeaus, fällt mir gerade ein. Ich kann es mir leisten. Ich habe jetzt auf dem, auf meinem Hauptkanal, den mit den 5300 Abonnenten, da fange ich jetzt wieder an, fürchterlich Content zu produzieren. Oder anders ausgedrückt, ich quassel in die Kamera und mache Videos. Und dann merkt man richtig, wie es hier zurückgeht. Ne? In demselben Maße, wie hier plötzlich Daisy oder überhaupt auch andere Dandelion mich nicht mehr so sehr interessieren, lege ich wieder auf anderen Kanälen los, fange wieder mal an, das Haus zu reinigen, kümmere mich um Dinge. Ja, und nein, es hat sich nicht irgendwie so angebahnt, sondern mit einem Mal hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Das ist kein Bock. Ich renne jetzt ja hier immer noch rum. Ne? Auch wenn es nur für euch ist und nur wegen des neuen Headsets. Des neuen gebrauchten Headsets. Ja, also ich spiele jetzt gerade eigentlich nur, um euch überhaupt einen Gefallen zu tun. Ne? Ja, ja. Ich bin einfach zu gut für diese Welt und mein verdammtes Pflichtbewusstsein. Die Bewölkung ist eigentlich ähnlich. Was haben wir heute? Wir haben heute den 25.05.2021, wie ihr ja links unten eingeblendet seht. Und der Sommer ist noch in weiter Ferne. Diese Woche wird es wohl noch nicht, aber möglicherweise zu Anfang Juni soll ja tatsächlich sowas Ähnliches wie Sommer passieren. Apropos passieren, passiert hier auch mal was. Das ist immer das Problem bei manchen Maps, dass sie irgendwann heilfroh waren bei dem Erstellen dieser Map und dann vergessen haben, irgendwas einzubauen. Ich meine, hier ist ja gar nichts. Ich kann da hinten eine sehr schöne Antenne sehen, die sieht auch eindrucksvoll aus, aber ansonsten... Guck mal, ich renne rum wie blöd und friere trotzdem. Naja, kann ich da in die Ferne gucken? Ja. Immerhin kann ich dann hier reinschreiben auf dem so und so Server. Aber ich glaube, ich habe sogar noch unbearbeitetes Material. Ja, wie ich zu diesem Zustand, in dem ich jetzt gerade bin, von dem Mannequin da, meinem Cowboy. Ich glaube, das habe ich auch alles aufgezeichnet brav und kann das hier also später als eine Fortsetzung präsentieren. Allerdings war da alles noch in Sommer und jetzt ist hier plötzlich Winter. Da kann ich dabei schreiben, hey, ganz andere Map, Deer Isle Winter. Ich sage mittlerweile, weil ich so gern von Server zu Server springe, ich sage meistens bei dem Anfang des Videos gleich an, was das eigentlich für eins ist. Bin ich schon wieder runtergelaufen zum Flugfeld? Sieht fast so aus, ne? Da. Ja, da gehe ich aber diesmal nicht rauf. Ich würde sagen, ich schwenke jetzt ab. Genau, Richtung Antenne und dann immer der Nase nach und mal gucken, wo ich lande. Da, siehst du, Richtung Antenne und dann auf die... Ja, das schreibe ich dabei. Das ist Deer Isle Winter, ganz wichtig, ganz selten, noch nie gesehen. Neuheit, Weltneuheit, Sensation. Ja, der Wind heult zum Untermalen meiner wichtigen Worte. Langschwert, der Meister der Füller. Der Brückenmeister. Wer? Definitiv Bär. Habe ich da Munition für? Bin gerade ein kleines bisschen nervös. Was hatte ich hier? Da hatte ich ein SKS. Ja gut, das ist wenigstens eine Mittelpatrouille. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen in die Richtung. Es gibt offensichtlich Bären jetzt auf dieser Insel. Da haben sie nachgearbeitet. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Bären hasse? Ganz schön wäre jetzt, wenn es hier einen Hochsitz gäbe und ich könnte mich dann außer Reichweite des Bären hinsetzen und in aller Ruhe niedermetzeln. Okay, von da oben. Ne? Man kann da in dieses... Sollte ich das versuchen? Aber von da oben... Den Bären abzuknallen, das wird gelinde gesagt schwierig, weil der sich vermutlich hier immer in der Nähe rumdrückt. Ich lasse das lieber.
Obwohl andererseits, was habe ich denn so an Munition am Mann? Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich tonnenweise Waffen, aber irgendwie wenig Munition hatte. 5,56 und da 10 hier, 10 da. Echt eine Handvoll Patronen. Der schießt 45-70, der schießt 7,62 mal oh, 33? 39. Ja, und der schießt Musin-Munition halt, von der ich scheinbar gar keine habe. Wisst ihr was, dann laufe ich einfach weg. Weg von den Bären. Na, als gefährlichstes in der Gegend nehmen wir doch mal Zombies an. Kann ich jetzt wieder laufen? Ja, ich renne einfach mal. Guck mal, da hinten sehe ich eine Antenne. Da sind sie jetzt, da oben. Da ragt gerade eben über die Bäume so eine riesige Gitterantenne. In dem Gebäude gibt es normalerweise nicht viel zu holen, aber ausnahmsweise gehe ich trotzdem mal dahin. Meistens gibt es denn ja auch umgebende Gebäude. Und nachdem wie bislang dieser Server mit Items bestückt war, sollte sich was finden lassen. Ah, da seht ihr ihn, der größte Fliegenfänger der Welt. Oder man kann ihn bestimmt auch als Traumfänger einsetzen. Ah ja, da haben wir hier neben Gebäude. Also hier auf dieser Map sind die Drahtzäune unangenehm intakt. Auf allen anderen Maps, die ich so kenne, da ist eigentlich immer irgendwo irgendwas defekt. Also jedes zweite Segment ist kaputt. Hier nicht. Aber zum Glück finden wir hier umgehend einen Eingang, hoffe ich. Tja, das sieht aber schlecht aus mit dem Überklettern. Ich glaube, die Knarre kann ich einklappen hier. Und dann schauen wir mal, was hier so an beeindruckenden Sachen herumliegt. Ein militärischer Rucksack. Nun ja. Wird auch ein bisschen dunkel langsam. Petrol Pants. 60. Hosentaschen, der hat 50. Und was haben wir hier? Low Insulation. Und ich glaube, die haben High Insulation oder so, ne? Obwohl ich zugebe, dass sie jetzt nicht so wahnsinnig optisch gelungen sind. Ah, komm, wir finden was Besseres. Na, die Petrol Pants sind immer so Flatterware. Combat Pants oder sowas, das würde hier vielleicht mehr bringen. Ein Field Jacket. Hat auch 80 Einheiten. Normalerweise würde ich mir das glatt greifen, weil das so richtig abgedreht aussieht und passt auch gut zu dem Winter. Aber das Outfit von meinem Rancher hier, das ist einfach viel zu gut, um das grundlos oder ohne zwingenden Grund auszutauschen. Ja, und kalt ist ihm auch. Nix. Ich habe eben schon wieder Bär gehört. Ich weiß aber nicht wo. Guck mal, da steht ein Zelt. Da steht irgendeine Art von Halle. Da hinten ist noch ein Nebengebäude. Da ist ein Sender. Ach, das sogenannte irgendeine Art von Nebengebäude ist schlicht und ergreifend die Radarstation. Und jetzt bitte keinen Drehwurm kriegen, es geht bergab mit uns. Ups. Ja, siehst du, ne? Da ist eine Mannschaftsunterkunft. Was haben wir denn da? Ein Sig Sauer Arms 30 Rounds Magazine. B-52. Nein, das ist kein Bomber in diesem Falle.
Das ist eine. Wie für die Two Ruler Lock HK Style Rifle Chamber 27x39? Interessant. Hat also dasselbe Kaliber wie mein SKS, aber wenn man dann ein passendes Magazin hat, natürlich sehr viel mehr Fassungsvermögen. Passt das zufällig? Nein. Ich tüte den jetzt einfach mal ein. Könnte ja sein, dass man mit dem richtigen Kaliber über den Weg läuft. Ein 45er Magazin, ein Sack. Erstmal ein Sack. Ich habe so viel Platz in meinen Täschchen. Wir da mal gucken. Sharpening Stone eintüten. Immer Sharpening Stones mitnehmen. Skate Helmet. Nein, das passt einfach nicht zu einem Rancher. Ein Rancher hat gefälligst einen Rancher-Hut aufzuhaben. Jetzt sogar reingeschneit, wie fürchterlich. Brr. Und wieder mal liegt kein Kram herum, den ich mitnehmen könnte. Ja, ich sag doch, hier gibt's einen Bären in der Gegend. Aber kein Kram. Combat Pants. Ja, komm, Combat Pants. Ich nehme die mal mit. Ist jetzt, passt jetzt nicht so zum Rancher, aber 10 Units sind 10 Units. Probieren wir das doch mal. Ich glaube, da ist die Insulation Medium Insulation. Und die Hose hat die. Ich pack sie jetzt mal hier hin. So. Die hat High Insulation. Hm. Ah, ist das wieder schwierig. Na, ganz ehrlich, das Ding sieht nicht so gut aus wie das Ding. Jedenfalls nicht für einen Rancher. Wenn ich jetzt noch eine braune statt einer getarnten Hose finde, nehme ich die auch. Weil, ist schon gut so. Wie war das hier noch mit... Ach, das war der andere Server. Ich habe hier einen Gürtel, aber keine Pistole läuft da. Das ist schlecht. Und auch keine Canteen. Kann man die Flasche anstelle einer Canteen hier hinhängen? Nein. Büchsen auch nicht, ne? Nein, wäre auch irgendwie so einfach. Ja, Gott, es wird dunkel, ne? Muss ich aber aufpassen, dass ich hier irgendwo runterkomme. Hier bricht man sich ja die Ohren, wenn es so finster ist. Wo übernachte ich denn heute drin? In dem Fernsehsender. Ja, ist so ein angemessenes Gebäude. Mal gucken, ob ich Licht habe. Dann kann ich gleich noch schnell mal eben den Laden durchsuchen. Licht, Licht. Ja, Knicklicht hätte ich hier. Vielleicht noch einen Scheinwerfer. Da, eine Dingenskirchen mit Batterie. Da muss ich meinen Hut aber so lange irgendwo lassen. Das fällt mir als Rancher schwer. Ach, Mann. Oh, guck mal, wie winzig der Rancher-Hut ist. Ha! Wie geil. Ich muss aber auch sagen, so sehe ich richtig scheiße aus ohne den Hut. Der Hut ist halbe Miete. Das werde ich mir merken, wenn ich mal selber irgendwann Rancher werde. Dann merke ich mir, was geht und was nicht. Guck mal, Hunter-Jacket. Die Hose bräuchte ich dafür. Am besten noch Ton in Ton. So Sandfarben. EK-18. Da habe ich einen SKS, der ist besser. Ah ja, da kann man oben raufkraxeln. Tja, da auch nicht. Da geht's nach draußen. Da lauern die Bären in der Finsternis. Und wollen uns verspachteln. Hier will ich aber gar nicht hin. Hier war ich doch aber auch schon drin, oder? Nee, hier war ich noch nicht drin. Wie kommt das? Tja, irgendwie hätte ich das Gefühl, es müsste eigentlich noch einen Regieraum extra geben. Aber naja, guck mal, dann können wir uns ja hier einigeln, ne? Hier ist schön warm. Teppichboden. Bär irgendwo von da. Mache ich Licht voll krass aus.
Und dann setzen wir den mal wieder ab. Geht das überhaupt? Ist ja weg. Oh, wo ist denn meine Lampe hin? Verschwunden? Da ist sie wieder. Sehr gut. Ja, wir werden dann also hier, wie seht ihr, wie hell das hier ist. Wenn wir hier also den Verschwindibus machen. Danke fürs Reingucken und irgendwann geht es dann wohl mal weiter. Guck mal hier, ich muss echt Feuer machen. Hier wird kalt.